So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Cruise Elder Kings 2. Ja, lang lebe König Stefan. Das muss man jetzt mal gleich mal vorweg sagen. Das ist ja eigentlich unser nomineller Nachfolger auf unser Königreich. Ja, sie ist immer noch nicht vermählt. Meine Nichte, die Emma, das sollten wir uns merken. Ich pausiere das Spiel jetzt mal. Und zwar möchte ich euch einfach zeigen, wie unser Familienstamm sich eigentlich jetzt schon entwickelt hat. Also König Peter ist abgetreten, der ist gestorben. Die Brunhilde ist auch gestorben an einer Kinderkrankheit, glaube ich, war das, oder? Die Bertha, die Schwester jetzt vom Stefan, ist auch schon gestorben. Ja, die Brunhilde, ja, da ist der Karl dann, der Neffe, der hat auch schon Kinder. Also man sieht, wenn man ziemlich viele Kinderlein hat, dann hat man auch ziemlich viele Nachfolger oder Nachfahren. Und man sieht halt einfach, wo die Wurzeln sind, und hier das Gestrüpp um die Lebenslinie sozusagen. Das ist also unser Werdegang. Und der Stefan ist eigentlich auch ziemlich zeugungsfähig. Der hat hier auch gleich mal eine Serie hingelegt von 2, 4, 5 Kindern. Einer davon ist aber jedoch Priester. Der ist, glaube ich, jetzt nicht unser Nachfolger. Was haben wir? Wir haben den Eberhard, wir haben die Kunigunde, wir haben den Udalrich und wir haben den Waldemar. Das sind unsere Töchter und Söhne. Und der Nachfolger ist der Peter. Okay. Ich habe immer gedacht, dass ein Priester nicht an die Macht kommt. Zumindest nicht der Nachfolger wird. Naja, okay, wir haben halt einen. Hilft nichts. Wir sind schon 36 Jahre alt. Unsere Werte, ja gut, wir sind ein guter Intrigenspinner. Wir haben eigentlich eine relativ gute Diplomatie. Das ist unsere Gesamtstärke. Der Ratsmitglieder. Und mir? Echt jetzt? Haben wir keinen richtigen? Doch, haben wir. Dann werden wir gleich den da umbenennen. Das hilft uns nämlich überhaupt nicht weiter. Graf von Österreich bekommt diesen Titel. Militär hat 15. Pepin. Wir müssen da mal unsere Ratsmitglieder ein bisschen austauschen. Das ist ja richtig blöd. So, jetzt passt's wieder. So, Stefan hat jetzt auch eine schlagkräftige Truppe im Rat sitzen. Ja, was gibt es noch zu sagen bei einem Regierungswechsel oder bei einem Wechsel des Königs? Mal die Beziehungen generell anschauen, wäre mal eine Idee. Er hat eine Geliebte. Achso, die Geliebte ist gleichzeitig die Königin, das ist okay. Ansprüche hat er auf die Ländereien von Pilsen. Okay, die hat er geerbt. Oder? Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ja, Truppenstärke, das haben wir eh schon. Ich kann keine Ambitionen nicht machen. Und hier sieht man auch, warum, dass er so viele Kinder hat. Er hat sich nämlich automatisch den Fokus Familie sozusagen zugesprochen. Und da ist die Fruchtbarkeit gleich plus 25%. Gesundheit bekommt einen Bonus und auf Diplomatie bekommt einen Bonus.
Also relativ cool. Ja. Freunde, ja, das sind meine Schwestern. Ehebünde haben wir auch einige. Vasallen, das ist immer wichtig beim Regierungswechsel mal zu schauen. Wie gesinnt sind wir bei unseren Vasallen? Sieht relativ gut aus eigentlich, für das, dass wir eigentlich gerade eben den Wechsel hatten. Denn kurze Herrschaft minus 16 und wir sind trotzdem nur bei einem im Minus. Ja. Das liegt wahrscheinlich auch hier an unseren Werten. Klumpfüßig, okay. Wir haben tapfer, wir haben zufrieden. Neidisch ist halt ein bisschen doof. Willkürlich haben wir es auch doof. Stolz ist eigentlich egal. Bringt uns halt Prestige. Dann gierig. Was den Steuerfaktor erhöht. Krank, das ist. Ja, das. Gleicht sich so ein bisschen aus mit der Fruchtbarkeit, mit dem da. Was haben wir hier? Ein Patriarch, der was nochmal einen Fruchtbarkeitsbonus nach oben schnellt. Also, ja, König Stefan der Lüstern, der würde ich da jetzt mal so sagen. Dann kann man mal schauen am Hof, was sich da so tut, aber das ist eigentlich uninteressant. Wichtig wäre jetzt mal die Verbündeten. Der ist unfähig, irgendetwas zu machen, also kann er sich uns auch nicht anschließen. Wir haben eigentlich keine richtigen Bündnisse, aber wir könnten jetzt zum Beispiel mit unserer lieben Schwester Emma, oder wer war das? Wer ist die Emma? Wer möchte verheiratet werden? Da ist die Emma. Genau, das ist die Nichte von uns. Und die sucht händeringend nach einem Geliebten, einen Ehegatten, und das werden wir wieder matrilinear machen. Mit dem eigenen Blut verheiraten würde ich jetzt mal nicht so machen. Tossa, ja, der Fall. Wir würden ein Bündnis brauchen, aber wir haben kein Bündnis. Das ist schade. Du bist 16 Jahre jung. Ja, schwierig. Ich würde 100 Prestige verlieren, weil das kein königsgleiche Heirat wäre. Jetzt habe ich die Emma wieder weggeklickt. Emma. Und wenn wir das nicht matrilinear machen. Samos, das wäre da unten. Entschuldigung. Boah, was ist das? Verrückt. Okay, der hat folgenden Titel. Okay, da oben, das bringt mir auch nichts. Herzogtum der Provence, das bringt mir eigentlich auch nichts. Ich kann mit dieser Dame keine direkten Bündnisse nicht eingehen. Keiner hat ein Bündnis für mich. Das bedeutet, es geht eigentlich nur darum, wem hole ich mir jetzt einen Hof.
Das muss natürlich ein Guter dann sein. Oder kann ich es irgendwie nach Krone hier sortieren? Papsttum. Ein Höfling. Ein Höfling bringt mir auch nichts. Verliere ich auch das Prestige? Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich die verheiraten soll. Ja, lassen wir mal weiterlaufen. Und steht ja Pilsen zu, eigentlich. Wir schauen mal, bist du in irgendeinem Krieg? Nein. Truppenstärke hat er eine größere. Pannonien ist gerade in einem Krieg. Das bedeutet, sie können uns auch nicht gefährlich werden. Westfranken verliert an Macht. Wir sind ja irgendwie jetzt gerade auch in einem Krieg. Um Mittleres Frankreich. Ich habe mich da ein bisschen eingemischt. Oder ich mische mich da ein bisschen ein gerade. Mit den letzten Männern sozusagen. Und verhelfe den mittleren Franken somit. Ich weiß nicht, ob sie jetzt das ganze Westfranken haben wollen oder wie das dann ausschaut. Steuern, ja, Steuern, da sind wir jetzt wieder ein bisschen hinten nach. Meißen haben wir auch wieder über. Aber wie kann ich den Siedlungstyp ändern? Ich google das jetzt schnell mal. Ich pausiere. Bis gleich. Okay, alles klar. Gott sei Dank gibt es YouTube und diverse Leute, die sich hier richtig viel Aufwand und Sachen gemacht haben, um Tutorials zu erzeugen, wie man irgendetwas macht. Spiel ist irgendwie im Hintergrund weitergelaufen. Irgendetwas haben wir gewonnen. Ja, wir sind eigentlich dabei, unsere Städte. Ich muss mal kurz schauen. Wir kämpfen gegen den mit dem Wappen, damit ich mich hier ein bisschen auskenne, wer ist. Aber wir pausieren das Ganze mal wieder. Denn ich wollte ja eigentlich Meißen und Dolmice, oder wie das heißt, irgendwie hier die Stadt ändern. Und das geht eigentlich, indem ich hier so eine Stadt baue. Und dem Pippin dann irgendwie diese Stadt dann gebe oder diese Burg dann gebe. Und dann wechselt das Bildchen und dann, ja, sollte das irgendwie funktionieren. Ja, das werden wir eben dann machen, wenn wir erstens das Geld dafür haben, und zweitens, wenn der Krieg hier vorbei ist. Übrigens habe ich auch beschlossen, dass ich die Videos kürzer mache. Denn ich habe sie eigentlich jetzt, egal bei welchem Spiel, sie immer so eine halbe Stunde gemacht. Und das braucht dann enorm viel Zeit, diese Videos hochzuladen und diese Videos auch irgendwie zu bearbeiten. Ich würde halt gerne die Zeit ein bisschen sparen, um vielleicht ein Special zu machen oder irgendetwas anderes zu machen. Und ich habe es bei Prison Architect schon gesagt und ich werde es hier jetzt auch gleich sagen, dass wir eben hier oder dass ich hier die Zeiten einfach verkürze auf 20 Minuten und dann mal schauen, wie viel ich mir spare. Und schreibt mir auch eure Kommentare, eure Meinungen dazu, ob ihr es länger besser findet oder kürzer besser findet.
Nur weniger als 20 Minuten ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, kommt natürlich auch immer auf das Spiel drauf an. Aber ja, sagt eure Meinung einfach und dann werden wir das schon hinbekommen. Gesellig, schüchtern, ja, nehmen wir das. Jawohl, gesellig, das wollten wir auch. Wir sind da jetzt ein bisschen ein Risiko eingegangen. Der kämpft wieder mit irgendjemandem. Das ist auch ziemlich ärgerlich. Ja, und hat verloren. Und jetzt hat er keine Leute nicht mehr, um hier weiterzumachen. Also, die KI ist ab und zu nicht so, wie soll ich sagen, klug, um hier einfach die Länder reinzubesetzen und dann zu gewinnen und fertig. Nein, man muss das wieder irgendwie extra machen. Aber es ist mir egal, ich werde jetzt meinen Mann abziehen, das soll er sich jetzt alleine ausmachen. Wichtig ist halt immer dabei, wenn man irgendwo im Krieg ist. Schau mal, was hier los ist. Ich lehne das jetzt mal ab, weil dann möchte ich mir dann selber verheiraten. Und zwar geht es hier um den Eberhard. Das ist zwar jetzt nur ein Prinz. Unter Anführungszeichen nur ein Prinz. Aber ich möchte ihm eigentlich schon ich möchte eigentlich schon dem Prinzen die Chance geben, dass er eben hier ein Königreich dann erlangt. Und diese Dame wäre doch schon mal was. Prinzessin von Westfranken. Hätte auch gute Eigenschaften. Und das machen wir auch. Wir verloben die mit dem Karling wieder. Wobei ich halt glaube, dass das nichts mit uns dann zu tun hat im Endeffekt. In weiterer Folge, weil... Ja. Weil das ja dann eine andere Dynastie. Also er ist zwar jetzt mein Bruder, aber das verläuft sich ja dann, wenn der Kinder bekommt und so weiter, dann wird ja die Blutlinie dünner und dünner. Ist ja noch nicht mehr so rein. Aber wir hätten dann vielleicht wieder ein paar Connections zum Karl den Großen oder Karling den Großen. Jawohl, ich bin nicht mehr krank. So, wir stehen da. Und man soll die Truppen immer hier einstampfen, weil dann hat man sie ja auch gleich wieder zur Verfügung. Und ich lasse jetzt einfach mal die Zeit ein bisschen vorlaufen und möchte schauen, ob wir das dann so hinbekommen, wenn ich das Tutorial richtig gesehen habe. Ich schicke dich jetzt. Mit einem Höfling ist eigentlich eine schöne Frau geworden, die Euphemia. Ja, dann soll sie halt den Tosser da heiraten.
So. Wir verdienen eigentlich richtig, richtig gut Geld. Ja, und die Sachsen kommen und der will jetzt Matlinia heiraten. Wir akzeptieren das jetzt mal. Die Eroberung von Holstein. Das ist da oben. Ja, mach mal. Mach mal, Große. Ich schaue mir das von sicherer Distanz an. Familie hat Vorrang, das ist natürlich klar. So. Und jetzt probieren wir das einfach mal. Wir bauen nämlich jetzt hier mal eine Burg. Und lassen die Zeit vorlaufen. Ich kann hier jemanden einkerkern. Wem denn? Graf Kuno von Tirol, warum? Mach ich mal nicht. Der ist uns gut gesinnt, den lassen wir mal. Der hat gewonnen, der hat sich Holstein geholt. Der wird größer. Ja, okay, das ist eine normale Meldung. Ja, und der verliert da unten wieder am Boden. Der war schon auf über 30. Aber durch seine Kriegskunst, die eigentlich keine Kunst ist. Meine geliebte Frau ist ständig gelangweilt und spricht ununterbrochen über diese neue Mode, von der sie gehört hat, von der sie gehört hat. Jetzt möchte sie, dass ich sie am Hof einführe. Naja, Eitelkeit ist eine Sünde. Lass uns stattdessen in die Kirche gehen. Ja, und somit werden beide belohnt mit der Eigenschaft eifrig. Ja, schön. Ich lasse jetzt da noch vor, bis dass wir hier eben diese Stadt gebaut haben. Ich meine, das haben jetzt wir bezahlt. 6. März 1819, ja, das haben wir jetzt gleich. 819. Muss nur noch ein Jahr verstreichen und das geht eigentlich auf dem Vorlauf ziemlich schnell. Verlobte können heiraten und das machen wir auch gleich mal. Jawohl, mein Prinz hat geheiratet. Die Christine hat er bekommen. Stefan hat er bekommen, okay. November und Dezember und jetzt haben wir März. Lass mal bis April. Geh ins Kloster. Ah, da haben wir jetzt keine Burg. Und wenn ich hier sage, neuen Vasallen erschaffen, geht nicht.
Dieses gehört Graf Pepin. Liebe Leute, ich verstehe es nicht. Georg vom was weiß ich was. Wir werden ihm die Baronie entziehen. Kann ich nicht. Ja, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Naja, aber dazu später mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.